Dynamisch, fair und eine taktisch anspruchsvolle Sportart, das ist der Futsal. Es handelt sich dabei um eine etwas andere Art des Hallenfußballs. Knapp 22 Teams traten am 14.12. bei der Schulsport-Landesmeisterschaft in der Reichenfeldhalle in Feldkirch gegeneinander an. Wir veranstalten mit unseren Sportlehrern das Futsalturnier eigentlich seit Anbeginn dieses Bewerbes. Und sehr erfolgreich. Und das Schöne an dieser Veranstaltung ist, dass bei den Mannschaftssportarten auch die Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Schulen zusammenkommen und dass es zu Interaktion kommt und auch natürlich zu Wettkämpfen, wo es natürlich auch um Leistung geht. Und auch das ist in der Schule sehr wichtig. Für die Schüler ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass sie ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Schule ist oft Einzelkämpfertum, aber gerade Sport ist Abwechslung, bringt auch Fun, macht wieder mehr Freude am Lernen und ist etwas, wo man sie wirklich wieder vor dem Computer hervorholen kann. Das ist für die Schüler essentiell wichtig, dass der Schulsport stattfinden kann, dass sie die Aktivitäten neben dem normalen Schulleben haben. Das macht Freude und das macht auch wieder Spaß in der Schule und das ist ganz wichtig für die Schüler und für die Schulen natürlich. Beim Futsal wird mit 5 Spielern auf Handballtore mit einem sprungreduzierten Ball gespielt. Die Organisation des Futsal-Events stand unter der bewährten Leitung von Wolfgang Bauer. Wir wollen an und für sich einfach eine Plattform bieten, dass einfach die Jugendlichen, die Schüler sich im Sport betätigen können, Bewegung und Sport fördern können. Und wie man sieht, die Begeisterung ist groß. Es haben sich 22 Burschenteams gemeldet, 6 Mädchenteams. Also heute spielen wir die Vorrunde und im Februar ist dann die große Finalrunde. Sportlich ist es eine sehr wertvolle Veranstaltung, glaube ich. Die Leidenschaft zum Sport bewegt zur Teilnahme. Schülerinnen und Schüler aus ganz Vorarlberg konnten beim großen Schulsport-Event ihr Können unter Beweis stellen. Es ist cool, mal so ein Futsalturnier zu haben. Wir haben letztes Jahr schon mal gespielt, sind leider ausgeschieden in der Finalrunde, aber diesmal. Ja, heute haben wir als erstes Spiel gehabt, haben unentschieden leider gespielt, aber hoffen wir, dass wir noch gewinnen. Dank der Kooperation des Schulsports und der Unica Vorarlberg können all diese Aktionen im Vorarlberger Schulsport überhaupt erst durchgeführt werden. Wir als größter Gesundheitsversicherer Österreichs sehen es mitunter als unsere Aufgabe, die Gesundheit für die Jugendlichen zu fördern. Und umso mehr freut es uns, dass wir die langjährige Kooperation mit dem Schulsport Vorarlberg im Schuljahr 2023/24 fortführen dürfen. Ja, wir haben heute den Auftakt in einer tollen Serie, wo wir unterstützt werden, schon viele, viele Jahre von der Unica Vorarlberg. Dafür einmal ein großes Dankeschön für diese tolle Kooperation und angenehme Zusammenarbeit. Erster Film heute, Schulsport präsentiert von Unica beim Futsalturnier vor der Oberstufe. Und wir freuen uns auf viele tolle Beiträge in der Zukunft. Im Vordergrund des Events steht in erster Linie der Spaß an der Bewegung.